Hey, ich bin Konrad, Interior Designer bei IKEA und wir sind heute bei IKEA Deutschland. Und ich zeige euch heute, wie mein Arbeitsalltag so als Interior Designer aussieht. Ich habe ganz einfach nach der Schule begonnen mit meiner Ausbildung als Gestalter für visuelles Marketing bei IKEA. Und zwar München-Eching. Und dann war ich nochmal bei IKEA Augsburg und dann ging es weiter nach Wiesbaden. Wir teilen uns in drei verschiedene Fachbereiche auf. Einmal Interior Design, Shop Design und Grafikdesign. Wir sind in meiner Abteilung ca. 30 Personen. Wir kümmern uns hauptsächlich um die Zimmer im Showroom, aber auch noch ein paar Sachen mehr. Und dann gibt es Shop Design. Die kümmern sich um das ganze Layout im Haus und auch wie die Markthalle ausschaut. Und dann gibt es noch Graphic Design, alles was man an Kommunikation im Haus von Parken bis am Ende zu den Kassen findet, das macht ein Graphic Designer bei uns aus. In meiner Ausbildung war mir ganz klar, dass ich mich mehr auf Interior Design spezialisiere, weil mich das super interessiert, wie Menschen leben zu Hause und wie man den Alltag so ein Stück weit besser machen kann. Als ich dann bei IKEA begonnen habe, war das einfach ein schönes Miteinander mit den Kollegen. Der Job war super abwechslungsreich im Einrichtungshaus. Man hat verschiedene Schnittstellen gehabt. Man wurde irgendwie gesehen, man hatte Spaß am Job. Und deswegen bin ich auch weiterhin bei IKEA geblieben und habe erst meine Ausbildung gemacht, dann verschiedene Stellen gehabt als Teamassistent und Teamleiter. Und dann ging es zu IKEA Deutschland. Was mir am meisten Spaß macht, ist natürlich Lösungen entwickeln, und zwar unsere Room Settings. Das sind die Zimmer im Einrichtungshaus, die wir unseren Kunden präsentieren. Aber auch schöne Einrichtungsideen, die man zu Hause ganz einfach umsetzen kann. Ich finde immer, die Person, die darin lebt, sollte sich wohlfühlen. Das ist das Hauptding bei Interior Design. Es soll so sein, dass du gerne zu Hause bist und dass alle deine Routinen abgedeckt sind. Eines der größten Projekte, die ich gemacht habe mit IKEA zusammen, ist das Planen unseres Service Office. Hier war es ein bestehendes Büro, das wir komplett umgebaut haben und erweitert. Wir haben das ganze Büro so gestaltet, dass es Activity-Based Working ist. Also die Aktivität bestimmt, wie du arbeitest und wo du arbeitest. Wir bieten natürlich auch einen Interior Design Service für euch an, wenn ihr zum Beispiel selbst ein Hotel einrichten möchtet oder ein Café oder im Friseursalon. Einfach bei IKEA für Unternehmen auf die Internetseite gehen und dort könnt ihr viel mehr erfahren. Des Weiteren gibt es noch coole andere Jobs, die ich hier mache. Und zwar plane ich Events, Pop-up-Stores in verschiedenen Städten und jetzt seit 2 Jahren auch YouTube. Das war für mich eigentlich komplett neu, weil das einzige Mal, wo ich vor der Kamera stand, das war als Kind bei Tabaluga. Und das ist wirklich eine Zeit her und es war wirklich eine Herausforderung am Anfang und ist es immer noch. Es gibt gute Tage bei Drehs, aber es gibt auch eher schlechtere Tage und manchmal kann man keinen normalen Satz bilden. Einmal haben wir im Store gedreht und wir haben insgesamt 48 Mal neu starten müssen, weil entweder war ich das Problem oder es ist ein Kunde durchs Bild gelaufen oder es kam eine Hausdurchsage, aber insgesamt 48 Mal. Natürlich macht es Spaß, alleine zu drehen, aber es macht auch viel mehr Spaß mit meinen Kollegen Sandra und Michael zusammen. Aber die Leidtragenden, wenn wir zu dritt drehen, sind die Personen hinter der Kamera, weil wir können uns einfach nicht konzentrieren. Mit IKEA hatte ich schon einige Möglichkeiten, viele Sachen einzurichten. Ganze Häuser, ein komplettes Office, kleine Zimmer im Einrichtungshaus und noch vieles mehr. Aber was mir noch fehlt auf meiner Liste, ist ein Hotel einzurichten und darauf hätte ich richtig Lust. Wenn du gerade überlegst, Interior Designer zu werden, solltest du dich fragen, hast du ein Interesse an Design? Sind dir Möbelstücke wichtig? Interessierst du dich für verschiedene Architekturen? Und natürlich auch noch, möchtest du dich mit Personen auseinandersetzen, wie Menschen wirklich zu Hause leben? Dann bist du gut aufgehoben als Interior Designer. Schau doch einfach bei ikea.de/jobs nach und vielleicht ist die passende Stelle für dich dabei. Vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Und wenn ihr noch Fragen habt zu meinem Job, dann schreibt es ganz gerne in die Kommentare, dann beantworte ich die für euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.